Ich brauche hier eigentlich eine Upward Stair. Upward Stairway. Hier und hier. Darum brauche ich noch eine Downward Stairway. J. Hier und hier. Und Remove Ramps muss ich auch noch hier machen. Hier. Und hier. Und hier. Ach ja, und hier muss ich noch wegminern. So. Dann kann ich da die Steine dumpen. Und die, wir wollen meine Situation diskutieren. Ich würde eigentlich gerne erstmal handeln, aber... Es kümmert sich echt niemand. Ich brauche gerade nichts von euch, danke. Sie geben ihm zu trinken, aber ansonsten... Announced some sub job cancels, workshop orders, dwarf gather minor words, forbid, forbid claim your death claim, forbid other death items, claim other death items. Achso. Jetzt muss ich mal kurz gucken, liegt das Tier immer noch darum? Nein, sieht nicht so aus. Ist es auf dem Refuse gelandet? Sieht auch nicht so aus. Du da. Du bist nirgendwo mehr. Gut. Du auch nicht. Gut. Das ist jetzt gerade echt ein Krampf mit dem Krankenhaus, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, gut, sie verpflegen ihn, aber sie bringen ihn nicht ins Bett. Und es ist auch kein Doktor, der sich um ihn kümmert. Weil der braucht alles Mögliche hier. Der braucht die Mobilisation und so weiter. Der Farmer, der braucht nicht so viel. Der braucht hier einen Setting, ein Setting braucht er. Und ein Dressing. Und soweit ich weiß, habe ich Splints and Crutches. Ne, habe ich gar nicht. Okay. Cool. Splint. 10 Stück. Und, cool. Quatsch. Auch 10 Stück. So. Und ja, finishen wir die Conversation. Leader ist beim Meeting, okay. Ich wäre aber froh, wenn du endlich mal dann zum Handeln gehen würdest. Okay, Farmplot ist gebaut. Das heißt, hier kommen jetzt Sweet Pots. Die haben wir nämlich noch nicht. B. Sweet Pots. C. Kann keine Sweet Pots. Gut. Ja, das ist ein Sweet Pot. Ja. Gut. Designation. Remove Construction. Die zwei. Den da. Den da. Den da. Und den da. Alles andere hält die Statik ja zum Glück zusammen. Alles,
der Rest kann langsam removed werden. Und der macht jetzt erst einmal Dings. Work Orders, okay. Dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du zum Handeln gehen würdest. Okay, removen können zum Glück alle, sogar Kinder. Ja, ich bin froh, wenn das endlich alles ordentlich läuft. Okay, die werden alle schon gedumpt, gut. So, einer kommt mit einer Kiste und holt die ganzen Blocks ab, hoffe ich mal. Ja, auch wenn er sie nicht gerade in der besten Reihenfolge abholt und auch sich schon wieder verkrümelt. Designation, remove building. So. Remove die alle mal. Jetzt removen sie die, während da noch was drauf liegt. Okay, die Damp Walls verschwinden zum Glück von alleine wieder. Mit der Zeit. Und die Staubwolken auch. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, irgendwann kann ich ja die Treppen dann durch andere Treppen ersetzen, obwohl das mit dem Braun dann schön einheitlich aussieht. So, wenn die Blöcke jetzt abgeholt wurden. Ah, kann ich jetzt traden? Nein. Was macht mein Leader? Der ist bei einer Party. So, ich kann aber jetzt wenigstens noch das Bett. Nein, nicht so. Das Bett abreißen und das Bett abreißen. Ich bin schon im Ende vom dritten Jahr. Das heißt, ich muss mich langsam mal ranhalten, was meine Verteidigung auch angeht. Deswegen gebe ich hier am besten schon mal auch wieder neue Befehle. So. So, dass ihr mir hier die Skischarten dann nachher mal reinkaufen könnt. Was macht mein Leader jetzt? Der ist immer noch bei der Party. Du organisierst eine Fighting Demonstration da irgendwo. Ist auch okay. Ja, Leute, sorry, ich würde gern handeln, aber mein Trader, der will nicht so recht. Chief Medical Dwarf. Du hast ein Mandat? Export von Lederrüstung, ja. Um dein gutes Office kümmern wir uns dann später, um deine ganzen Sachen, sobald wir hier ein bisschen mehr geregelt haben. Seeds haben wir immer noch viel zu viele. Plum Permit Spawn, Pigtail Seeds ist beides okay.
Cave Weed ist auch okay. Wir haben aber wenigstens wieder etwas zu trinken. Es wird immer noch gebraut, ist okay. There's nothing more to catch. Und wieder mal nichts zum Fangen. In den Flüssen. Wo gucke ich die ganze Zeit hin? Ich will hier reingucken. Und zwar nach Rohrfisch. Fisch? Rohrfisch. Keiner. Weil ich auch keinen Fischer-Workshop habe. Der Rohrfisch nimmt. Meine Güte. So viel Zeug, was man falsch machen kann. Aber wenigstens läuft es einigermaßen. Designation, Building Remove. Das und das. Da und da. So. Another dwarf has got an idea. Best get the dogs out and assign it to him, in case he goes mad. Ja, und einer meiner Bonecarver ist von der Society Rift Ward. Ja, jetzt kann ich handeln, sehr schön. Kupferbarren nehmen wir auf jeden Fall. Pick Iron, ja. Blocks brauchen wir nicht. Gold Nuggets? Da ist irgendwas verbuggt mit dem Goldnuggets. Deswegen 90 Kosts. Achso, das ist das Gewicht. Der Goldnugget ist aber wirklich schwer. Nee, lassen wir den mal da liegen. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Cave Spider. Eisenharfe, Eisentrompete, Bronze Puzzlebox, Kupferkäfig, ja, den nehmen wir mal. Und den Zinkkäfig auch. Alk, oh, nehmen wir ein bisschen Alk, ist ja Dwarven Alk. Eine Iron Pick, ja, die sollten wir mitnehmen. Und eine Copper Pick. Eine Bronze Battle Axe können wir auch mal mitnehmen. Noch eine Bronze Pick. Warum nicht? Pigtail Fiber. Das ist als Klamotten wieder. Pigtail Fiber Bag. Was ist das? Lederbag und noch ein Lederbag. Lama Wollbag. Eine Chest. Nee. Leder. Habt ihr reines? Oh, Silk. Silk nehme ich mal mit. Pigtail Fibercloth. Leder haben sie immer nur so gemischt. Ah, eine Wollbag. Kiste nehmen wir auch mit. Und eine Lederkiste. Machen wir mal. Wir haben so viel Crafts, wir können jetzt mal ordentlich bei unseren Brüdern einkaufen, unseren Zwergenbrüdern. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Nein, 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 nein. Haben wir schon genug. Bolzen. Habt ihr billig Bolzen, Eisenbolzen? Bronzebolzen, Silberbolzen, Eisenambosse. Große Pick-Kidney, also Schweinedierchen, nehmen wir gerne. Rentiermiet, Hundenieren.
Was vom Schaf können wir auch übernehmen. Esel, das Sweetbread ist, glaube ich, die Milz gewesen. Noch was vom Esel.